schon am Telefon gesagt, dass du sehr spezielle Haare hast. Also wir sind eigentlich nicht auf Ping-Pong-Bälle ausgerichtet. We are not professionals at Ping-Pong-Balls. You don't want to cut them. Okay, du willst nicht. Okay, kann ich verstehen. Das ist ja schon was sehr Besonderes. Nur gibt es natürlich keine Friseurmeister mehr, die sich darauf spezialisieren, wenn es nur noch. There's just one person with this hair. There are no experts anymore. Okay. But I will do that for you, okay? So I read something about your hair. First of all, it's not a treatment, so wie du es kennst, okay? Also nicht mit speziellen, mit normalen Produkten, die gewöhnlich sind, sondern es sind ganz andere Methoden. Das heißt, when you want to keep your hair, we have to do the special methods, okay? So I hope you have time. So the first thing is we have to do a hearing test because not you see jede Strähne hat fünf Bälle, five balls, and it's important that the hearing is the same. Ja, also wenn sich ein Ball anders anhört als der andere, dann ist die Qualität der Bälle not so good. So we have to change this ball. Okay, so that's why because I make this a hearing test of it, okay. Not every ball, nur einzeln. Das ist gut. Glück gehabt. You have luck. So, I have hair balls here. But you don't have to change. It's okay. It's okay. I will keep them. Für den Fall, falls du das nächste Mal nochmal kommst, solltest du es schon jedes halbe Jahr machen. Every half of a year, you have to come to me. And then I have hair for you here. Okay. I will keep them just for you. Okay. Okay, so the next thing is I want to comb it, yeah, but not the way you knew it about your friends. It's just a combing between the hair, okay, I will show you, yeah. So it does not hurt, okay, es tut ja nicht weh. This is important because when you don't do it like this, dann können diese Haare an diesen Enden oder an dem Anfang keinen Sauerstoff bekommen und dann kann es schimmeln in den Haaren. Okay, so it's important that the hair in between gets air. So every time you brush your hair, you have to make sure that you go. That the hair can breathe, okay? Die Atmung der Haare ist wichtig. Gerade bei Ping-Pong-Bällen ist das sehr wichtig. Nein. Das machen wir nicht, nein. Schauen Sie mal nebenan in dem Laden Herricks. Nicht schneiden, okay. Würde ich dir auch empfehlen, weil diese Haare nicht nachwachsen. Das würde auch sehr weh tun. Ja. Okay.
So. Jetzt haben wir die gekämmt. We come to hair. And now I have to check if die Oberfläche ist intakt. Okay. Wenn die Oberfläche nicht intakt ist, when it's not okay, here this what you see, then it get damaged. Okay. So I make sure with this special tool dass alles in Ordnung ist. Okay. So, auf dieser Seite, there were a few balls that were damaged, okay, but it's not a problem. I have, for you, habe ich ganz spezielle Cremes und Tinkturen mitgebracht. Und wenn wir das damit behandeln und einziehen lassen, dann hast du schon einen großen Teil für deine Haare getan, ja? So, we can repair this, we can fix it, it's no problem. You are in good hands here, yeah. So I will check the other side. Lass mich eben schauen, was die andere Seite sagt. Okay. Okay, das gleiche auf der anderen Seite auch. I wanna just comb it again. Okay. Just in between again. Feels good, yes, ja. Kann ich mir vorstellen, dass man das genießt. Wenn es jemand anders macht, sowieso. Ne? Wenn man es selber macht, das ist nicht so schön. Okay. So. The first thing before we treat your hair, I just have to do noch zwei Sachen, und zwar muss ich einen Farbabgleich machen. Okay, das bedeutet, ich muss einmal schauen, if the color is the same, like this side and this side. Okay, so I make a color test of your hair and then I can treat it. And the second, was wir tun müssen, ist to check if the, ob die Größe in Ordnung ist, the bell. Okay, es ist sehr wichtig, dass alle Größen gleich sind, weil wenn du kleine and big balls you have, that's not so good. So you have big balls or small balls, you don't can have smick, smick. Oh, it's a combination of big and small, smick. Okay, so big or small, not big and small, okay, not smick. So, just wanna shake. How big your hairs are, okay. The same. The same. Das gleiche. Das gleiche. The same. The same. The same.
same size. Gleich. Gleich. Okay. Everything is the same. It depends on the color of your hair, how das Treatment gemacht wird. Okay, das ist sehr komplex. Darum haben viele Leute nicht mehr diese Haare. Not many people have these hair because it's so complicated to treat it. Okay, so okay. I have eine Farbpalette here and I will check the color. Okay, let me see. I think I have it. Yeah, that's the color. Okay, it's A1. Sehr gut. Okay. So, I don't want to make something wrong, so I have to check if I have everything. Okay. Yes, I have it. I have it. Okay. So now, before the treatment begins, is I want to show you something with my finger. Okay. So, when you make the treatment at home, yeah, es ist wichtig, dass du zwischen den Haaren immer Clips machst, okay? Denn nur so hast du die Möglichkeit, when you use clips between it, it is possible that there comes air in between, and that's very, very important, okay? Also immer Clips dazwischen, damit die Kur, die du anwendest, oder die Tinktur auch da rankommt. Zum Trocknen ist es wichtig und damit sich kein Schimmel zwischen deinen Haaren bildet. Okay. Okay. So, I want to use clips. First on this side. Clips. Just like this, okay? Okay, that are too big. So good. So I think we make it. Wir müssen es einzeln machen, okay? So. Das Problem ist, die Haarsträhne hat nicht genug Kapazität, um die Clips zwischen jedem Haar zu befestigen. Das heißt, wir machen es einfach einzeln. Das ist kein Problem. So I just use this and then rub it in. Sorry? Yes? Paper or wooden? No sweets. No. Money. Maybe I can do money, but I'm not so sure about doing hair with money. Okay. An appointment, yes. Sorry, do you have... Is it okay? Okay, ein Termin. Lass mich eben nachschauen, ja? Für hölzerne Haare. Okay. Morgen früh um 4. Morgen früh um 4.
I said 4 a.m. for hairdresser appointment. Sorry, no. I mean p.m., 4 p.m. Mm-hmm. Yes, okay. 4 p.m. in the morning. Okay, and for the paper hair, let me see. 8 a.m. tomorrow. Okay. See you. Bye. So the next hair, the other side, clip it. Suspicion. Rub it in between. Next. Rub it in between. Das war die Behandlung der vorderen Haare. Bei den anderen empfehle ich, es ohne Clips zu machen, weil diese sehr empfindlich sind. Die vorderen sind strapazierfähiger, aber die hinteren nicht so. Das bedeutet, du nimmst einmal etwas von der Creme und ziehst es so ein. Massaging it in between and all around. And all around. Okay. Now once again. Okay. Next. Das ist eine spezielle Tinktur. Okay. And I wanna give it between. Okay, that's just for between the hair, not for off the hair, okay? Good. Also schön dazwischen. Man muss es nicht verreiben. You don't have to rub it in. Just give the tincture between the hair. Need a lot of time, wenn du das tun möchtest. Also diese Behandlung machst du einmal die Woche und lass dir viel Zeit dabei. Es ist wichtig, dass du auch nichts vergisst, ja? Okay, it's important that you don't forget any hair. Okay, other side. Da rein. Okay, gut. For the whole balls, we need just water, okay? Don't use some shampoo or shampoo, not the dog food, shampoo. Don't, do I have to cut it out? Oh no. Okay, so, the beginning. So now for the whole balls, you just need water, not shampoo or something like this, because that damaged the balls so sehr. Ne? Also es reicht wirklich
reines Wasser, am besten lauwarm, okay? Es ist wichtig, dass die Zwischenräume zu bleiben, damit da kein Wasser reingelangt. Und für den Fall, dass doch Wasser, when there's actually really water in between, that's not that good, but when, you can make your hair dry with the hair dryer, it's no problem, okay. We want to use the hair dryer after the treatment, okay. So, then. Das musst du nicht machen. Das ist auch eigentlich nicht wirklich notwendig, aber wenn ich es etwas tue, then I want to make it 100%. So you don't use this treatment here with this brush. It's not so important, but I just want to do it just a little extra for you, okay? Okay, from down under, it's very important. Don't forget die Bälle von unten, die Haare, die Haarbälle. Hairballs. Okay, good. Then I think das war in Ordnung. Okay. Ich mach nochmal a hearing test again, okay? So they'll make sure that now every ball is hört sich gleich an, okay? Das ist nämlich sehr wichtig, dass sich alle gleich anhören, sonst bist du schneller wieder da, als du möchtest. Gut. Perfekt. We did a good job. Schön, freut mich sehr, dass das so geklappt hat. Okay, sehr schön. Everything is perfect. So at the end, I want to make your hair dry with the hair dryer. You can use it at home, das ist überhaupt kein Problem. Wichtig ist, der Hair Dryer ist nur wichtig für die Zwischenräume. Von außen trocknen sie eigentlich von der Luft very fast, okay? So. So, okay. Du musst die Bälle auch nicht auseinanderziehen. Die Luft, die strömt automatisch da rein, okay? So, you don't have to I don't know the English, so. Yeah. Better try it. Don't have to push the hairballs. No. What does that mean? Oh my, I hate that so much when I use a word. You don't have to spit it. Okay, while I hair dry your hairballs, I try to think, what does that mean in English? Mir fällt's nicht ein. I don't know.
das the English word means for auseinander. 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 Spread, spread it in my head, spread it. Does spread it means this? Spread it out, spread it out. I will Google it after the video, yes. So, aber das ist nicht das Thema. Okay. Vorher, obwohl das gar nicht möglich war, es war schon vorher schön. Ich möchte nur mal kurz schauen, ob ich auch an alles gedacht habe. Ja. Sie fallen auch so schön, ne? Ja, sehr besonders. Gute Entscheidung. Good decision to not cut it. Weil ich Ping-Pong-Bälle hätte, würde ich sie auch nicht abschneiden. Vielleicht würde ich sie färben. Maybe I would dye the ping-pong balls when I had some. But maybe in blue. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag mit deinen wundervollen Haaren.